Kaum zu erkennen, aber was hier im Matsch steckt, ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Sprengmeister Hans Mohr muss ihn jetzt vorsichtig freilegen. Erst dann kann er entscheiden, ob er kontrolliert gesprengt werden muss oder entschärft werden kann. So lange geht auf der Baustelle im Industriehafen gar nichts. Nach einer Stunde liegt die Bombe frei. Eine britische 250-Kilo-Bombe mit einem mechanischen Zünder, den wir, so wie es aussieht, gut entschärfen können. Das Gebiet in der Nähe des Stahlwerks wird evakuiert. Um kurz vor 5 Entwarnung, Bombe entschärft. Erleichtert? Ja, nach jeder Entschärfung bin ich immer erleichtert. Hat ja eine ganze Weile gedauert. War es komplex? Ja, so ganz so leicht, wie wir uns das dachten, ging der Zünder nicht heraus. Wir mussten uns Zeit nehmen, ordentlich sauber machen und dann haben wir es doch geschafft. Ein Blindgänger weniger im Bremer Boden. Jetzt werden die 250 Kilogramm TNT in Niedersachsen entsorgt.